Am 1. September wurde im Presswerk in Mauthen die multimediale Ausstellung Schreiben gegen den Krieg, Ingeborg Bachmann 1926 bis 1973 eröffnet. Ausgewählte Bilder und Texte, von Kommentaren begleitet, Fotos aus dem Privatnachlass sowie audiovisuelle Mittel bilden eine Einführung in das Leben und Wirken der großen österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Neben der deutschen Fassung des Ausstellungsprojektes gibt es auch eine englische, italienische, französische, tschechische, spanische und türkische Version, die schon in vielen Städten in ganz Europa gezeigt wurde. Nun fand die Ausstellung im Dialog mit dem Kulturprojekt Solisombra und dem Friedensmuseum 1914 bis 1918 steht, werden Leben und Werk der Autorin dargestellt. Der besondere thematische Schwerpunkt dieses Ausstellungsprojekts ist Ingeborg Bachmanns Schreiben gegen den Krieg. Das ist ein thematischer Schwerpunkt, der bisher eigentlich wenig Beachtung gefunden hat in der Bachmann-Forschung und der hier eben in den Mittelpunkt gerückt wird. Das Ausstellungsprojekt ist entstanden in Kooperation mit dem Außenministerium und mit den Kulturforen. Es wurde extra dafür konzipiert, über die Kulturforen eigentlich in ganz Europa gezeigt werden zu können. Auch für nicht deutschsprachige Besucher zugänglich, indem man Fassungen dieser Ausstellung in anderen Sprachen angefertigt hat. Es gibt insgesamt 7 Sprachfassungen. Und die österreichischen Kulturforen haben dann oder tun auch noch immer mit örtlichen Veranstaltern, das sind Universitäten, kommunale Einrichtungen, Literaturhäuser, die Ausstellung eben präsentieren und halt immer kombiniert mit irgendeinem Vortrag oder mit künstlerischen Veranstaltungen, um eben auf diese Art und Weise das Werk bekannt zu machen und zur Auseinandersetzung anzuregen. Es ist schon öfter ausgestellt worden. Und warum jetzt gerade in Kötschach-Mauthen? Kötschach-Mauthen ist ein wunderbarer Ort. Der Ausstellungsort hier ist wunderschön. Dazu kommt auch, dass die Schwester von Ingeborg Bachmann, Frau Isolde Moser, lebt hier. Ich bin auch hier zu Hause. Helga Böchheim beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Ingeborg Bachmann und ist nun unter anderem für die Koordination dieses Projektes zuständig. Mein persönlicher Bezug zu Ingeborg Bachmann besteht darin, dass ich seit Jugendjahren wirklich eine eifrige Leserin bin und mich einfach gründlich mit dem Werk auseinandergesetzt habe, weil es mich einfach berührt, weil es mich interessiert. Und der Literaturverein Ingeborg Bachmann, dem ich angehöre, hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, dieses Werk eben anhand von Veranstaltungen, zumeist künstlerischer Natur, auch bekannt zu machen. Als Gestalterin der Ausstellung war uns auf der einen Seite wichtig, dass es eine wirklich leicht transportierbare Ausstellung ist, was einfach notwendig war im Auftrag des Außenministeriums, um sie herumzuschicken in Europa. Das heißt, es ist alles sehr klein verpackbar und sehr klein zusammenrollbar, würde ich einmal sagen. Gestalterisch war uns auch wichtig, zum Beispiel die Farbe Blau zu verwenden, die Ingeborg Bachmann sehr gerne gehabt hat. Wir wollten der Ausstellung etwas Leben einhauchen, indem zum Beispiel das Schreibmaschinenklappern als Computersimulation zu hören ist, indem ein Film auch verwendet wird, in dem Audiobeispiele zu hören sind mit Kopfhörern. Und wichtig war uns auch, Ingeborg Bachmann hat vor dem Hintergrund ihrer Kriegserlebnisse geschrieben und die verarbeitet in ihrem Werk. Und wir haben, um das zu visualisieren, von Robert Kaper, einem berühmten Fotografen, der ähnlichen Generation auch Bilder ausgewählt, als Hintergrundbilder, sozusagen als Folie, vor dem sich ihr Schreiben auch abgespielt hat. Und das war uns gestalterisch auch wichtig. Wobei zu erwähnen ist eigentlich doch inhaltlich, die Aufbereitung hat Professor Hans Höller aus Salzburg gemacht.
Wie oft ist sie schon zu sehen gewesen, die Ausstellung? So viel wir wissen, 56 Mal. Ganz genau haben wir den Überblick nicht. Also ich selbst habe ungefähr ein Drittel der Ausstellungen auch gesehen und teilweise auch selbst aufgebaut. Aber oft geschieht das ganz autonom, weil zum Beispiel in Tschechien ist sie, glaube ich, 11 Mal zu sehen gewesen. Da wurde sie dann einfach weitergereicht von Ort zu Ort. In Italien so ähnlich. Also das hat eine Eigendynamik, von der wir manchmal gar nicht erfahren. Aber das ist auch schön so. Warum gerade jetzt Kötschach-Mauten? Ja, Kötschach-Mauten hat damit zu tun, dass also auf der einen Seite die Schwester von Ingeborg Bachmann hier lebt. Und nur als kleine Geschichte vielleicht, das ist eine ältere Dame, wie man sich vorstellen kann, die hat für mich als Gestalterin Bilder selbst eingescannt, um sie mir zu mailen, damit ich sie für die Ausstellung verwenden kann. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und auch die Organisatorin kommt aus Kötschach-Mauten und so war es naheliegend, auch in dieser Stadt die Ausstellung zu zeigen. Davor war sie in Hart, als nächstes kommt sie nach St. Pölten. Die Bachmann-Familie stammt aus dem Gailtal und wenn wir heute in Mauten hier sind, so geht das auch weit zurück, denn mein Vater, das heißt unser Vater, Ingeborgs Vater und mein Vater, hatte seine erste Lehrerstelle an der Volksschule in Mauten. Das muss in den Anfang 20er Jahren gewesen sein. Dass ich später auch hierher gekommen bin, mag vielleicht eine Fortsetzung dieser ersten Mautner-Begegnung gewesen sein. Diese Ausstellung ist jetzt in Kötschach-Mauten. Ja, was sagen Sie dazu? Ich finde, es ist erfreulich, vor allem in diesen Räumen. Und ich finde es großartig vom Ehepaar Wurzer, dass sie die Räume zur Verfügung gestellt haben. Denn das Thema ist ja ein kritisches und wenn es angenommen wird, ist es sehr erfreulich. Professor Luigi Reitani von der Universität Udine hat einige Werke von Ingeborg Bachmann ins Italienische übersetzt. Er hielt bei der Eröffnung einen Vortrag zum Thema Heimat und Exil im Werk Ingeborg Bachmanns. Ich habe die Ehre gehabt, wenn ich so sagen kann, Ingeborg Bachmann übersetzen zu können. Ich habe die Anrufung des großen Bären ins Italienische übersetzt und als Germanist und Professor für deutsche Literatur an der Universität Udine habe ich mich oft mit ihrem Werk beschäftigt. Unter anderem habe ich diese Ausstellung, die hier gezeigt wird, auch schon mehrmals in Italien vorgestellt. In Udine war diese Ausstellung 4 Wochen lang zu sehen, mit großem Interesse, muss ich sagen. Also Bachmann ist in Italien natürlich schon ein Begriff, nicht nur deshalb, weil sie in Italien lang gelebt hat, auch weil, glaube ich, ihr Werk die Italiener interessiert. Also die Problematik, die Form, die Sprache, auch in Übersetzung, das ist etwas, das bleibt und das immer noch aktuell ist und für Italiener immer interessant. Welche Bedeutung hat für Sie Ingeborg Bachmann? Ich würde sagen, ja, abgesehen von natürlich davon, dass sie eine zentrale Figur der zeitgenössischen Literatur ist, hat für mich auch eine besondere Bedeutung, weil ich, glaube ich, zum ersten Mal auch durch diese Sprache auch einen engeren Bezug zu Österreich bekommen habe. Also ich habe auch viel mehr von Österreich und von einer gewissen Zeit verstanden. Also das ist dann natürlich eine subjektive Bedeutung. Ich spreche jetzt nicht als Germanist, sondern als Übersetzer. Wie kommen Sie nach Kötschach-Mauten zu dieser Ausstellung? Ich bin eingeladen worden, hier einen Vortrag über Ingeborg Bachmann zu halten. Udine liegt auch nicht weit weg von hier. Und es ist schön, wieder da zu sein. Ich habe schon oft Frau Moser besucht, Schwester von Ingeborg Bachmann. Das ist auch ein, glaube ich, ein positiver Aspekt von meiner Beziehung zu dieser Autorin, dass ich auch Frau Moser kennenlernen konnte. Im Garten des Presswerk wurde die Veranstaltung von Bürgermeister Walter Hartlieb schließlich eröffnet. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Ausstellung von Ingeborg Bachmann zu uns nach Kötschach-Mauten in unsere Marktgemeinde zu bringen, war mir schon seit jeher ein großes Anliegen, auch durch meinen freundschaftlichen Bezug zur Familie Moser. Einerseits natürlich, weil es eine großartige österreichische Schriftstellerin ist, die
dieses Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert hätte und Frau Moser eben Bürgerin unserer Marktgemeinde ist. Andererseits bin ich der Meinung, dass gerade die Kunst und Kultur ein wichtiger Bestandteil des gemeinschaftlichen Zusammenlebens der Menschen ist. Und ich bin bestrebt und möchte auch in Zukunft bestrebt sein, Unternehmungen in diesem Bereich bestmöglich zu unterstützen, dass die Kunst und Kultur auch in unserer Marktgemeinde aktiv gelebt wird und dass vor allem auch die Bevölkerung und die Gäste im ländlichen Raum den Zugang zu Kunst und Kultur auf höchstem Niveau haben. Niemand hat sich intensiver mit Krieg und Frieden auseinandergesetzt seit dem Zweiten Weltkrieg als Ingeborg Bachmann. Und sie hat versucht, ihre persönlichen Erlebnisse, aber auch die Sinnlosigkeit der Waffe als Mittel der Konfliktlösung, die Sinnlosigkeit der Auswirkungen dieser Ereignisse auf das Leben der Menschen in ihren Werken auszudrücken. Und deshalb haben wir auch bei der Organisation dieser Veranstaltung das Ganze im Dialog mit dem Museum 1915 bis 1918 in unserem Rathaus erstellt. Und ich glaube, das ist ganz was Besonderes, denn gerade das Friedensmuseum dokumentiert die Geschichte des Ersten Weltkriegs an der Front von Ortler bis zum Isonzo, vor allem auch das Schicksal der einfachen Soldaten und der Zivilbevölkerung dieser Zeit und möchte damit vor allem dokumentieren die Mahnung für den Frieden in Europa. Und ich glaube, dieser Konsens ist hier bestens gegeben. Liebe Frau Moser, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin heute hier eingeladen worden, um über Ingeborg Bachmanns Leben und Werk zu sprechen. Über ein bewegtes Leben, das von Klagenfurt über viele Orte und Länder nach Rom führte. Und über ein außerordentliches Werk, das Gedichte, Erzählungen, Essays, Opernlibretti und einen fragmentgebliebenen Romanzyklus umfasst. Wobei noch Briefe zu erwähnen wären, die zum Leben gehören und doch auch Literatur sind. Briefe, die wir jetzt, 33 Jahre nach dem Tod der Autorin, lesen dürfen, ohne indiskret zu sein. Dennoch lässt sich das Gefühl der Indiskretion kaum vermeiden, sobald man sich mit diesem Leben beschäftigt, dessen Ende ein Ende mit Schrecken war. Zu oft wurde der Name der Dichterin missbraucht, zu oft wurde am Mythos des leidenden Menschen gebastelt. Jenen Appell überhörend, den die Autorin an sich und an die Öffentlichkeit richtete. Denn ich habe zu schreiben und über den Rest hat man zu schweigen. Der Rest, die Lebensumstände sollen also hier nicht zum Wort kommen und zu gelten hat ausschließlich das Geschriebene, das Werk in seiner faszinierenden Komplexität. Zu diesem Verdikt steht jedoch eine andere Überzeugung der Autorin im Wege, nämlich die, welche die Geschichtlichkeit des Ichs behauptet. Denn heute, so lesen wir in den Frankfurter Vorlesungen, ist es so, dass das Ich sich nicht mehr, das sind die Worte Ingeborg Bachmanns, dass ich sich nicht mehr in der Geschichte aufhält, sondern dass sich neuerdings die Geschichte im Ich aufhält. Was mit anderen Worten heißt, die Geschichte ist in uns und wir als Individuen sind Träger der Geschichte geworden. So ist jedes Leben keine private Angelegenheit mehr, sondern ein historisches Symptom, das zu erzählen
und zu interpretieren ist. Und tatsächlich hat sich Ingeborg Bachmann in ihrem späteren Werk selbst inszeniert, hat immer wieder Bezug auf ihre eigenen Erlebnisse genommen. Zwar keine Autobiografie in herkömmlichen Sinn geschrieben, aber Episode ihrer Jugend und ihrer Gegenwart thematisiert. Es ist, und das möchte ich ausdrücklich betonen, kein kokettes Spiel, das hier stattfindet, keine arrogante Selbststilisierung, sondern die oft schmerzhafte Verarbeitung einer inneren Notwendigkeit. Das Nachdenken über die eigene Geschichtlichkeit. Und in dieser Hinsicht soll auch von dem Leben hier die Rede sein, insofern es für das Werk von Belang ist. Begonnen hatte dieses Leben in dieser Region und unter diesem Himmel im Jahre 1926. Es war und blieb diese eine Grenzregion. In ihren Schriften hat Ingeborg Bachmann immer wieder dieses Merkmal ihrer Heimat hervorgehoben und es zu einer poetischen Topos umgewandelt. In einer biografischen Nachricht, die für den österreichischen Rundfunk 1952 verfasst wurde, schrieb sie: Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze, in einem Tal, das zwei Namen hat, einen deutschen und einen slowenischen. Und das Haus, in dem seit Generationen meine Vorfahren wohnten, Österreicher und Windische, trägt noch heute einen fremdklingenden Namen. So ist nahe der Grenze noch einmal die Grenze der Sprache. Und ich war hüben und rüben zu Hause mit den Geschichten von guten und bösen Geistern zweier und dreier Länder. Denn über den Bergen, eine Wegstunde weit, liegt schon Italien. Es mag sein, dass das friedliche und vielsprachige Land, von der die Autorin in ihrem Werk spricht, nicht tatsächlich existierte. Oder vielleicht doch, nur als in die Kindheit zurückgesetzte utopische Projektion, als Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die allerdings ihr Recht ebenso wie die Wirklichkeit hat. Diese Möglichkeit war für die Dichterin stets präsent. Die Bindung an die Heimat als Bindung an einen mehrsprachigen und vielfältigen Kulturraum, der Konflikte auszuschließen schien, wo die Grenzen überschritten und aufgehoben wurden. Zu dieser poetischen Verwandlung der politischen Wirklichkeit gesellte sich jedoch von Anfang an ein Bekenntnis der eigenen Unzufriedenheit mit den engen Verhältnissen der geopolitischen Situation. Ich glaube, schrieb die Autorin, dass die Enge dieses Tals und das Bewusstsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen haben. Das Ergebnis der Bindung an die Heimat, so könnte man dies Paradox formulieren, ist die Flucht aus der Heimat. Sie existiert wieder, aber nur aus der Distanz. Diese Dialektik von Heimat und Exil, von eigenem und Fremden, ist vielleicht jenes spezifische Element,
dass das ganze Leben und das ganze Werk Ingeborg Bachmanns geprägt hat. Es handelt sich nicht nur um die vielen Orte, die hier wie dort im Leben und im Werk erscheinen. Italien, das Land, wo sie zwischen 53 und 57 und dann von 65 bis zum Tod lebte. München, Zürich und Berlin, Städte, wo sie sich für längere Zeitabschnitte aufhielt. Amerika, Ägypten, Paris, Prag, Länder und Orte, nach denen sie reiste und die sie faszinierten. Und immer wieder Österreich und Wien, jene Stadt, in der sie gleich nach dem Krieg zum Studium der Philosophie ankam und die sie für sie eine zweite Heimat wurde. Alle diese ihr nahe und fremde Orte spielen natürlich in ihren Texten eine Rolle. Verwandelt, verfremdet oder nur leise evoziert. Aber es geht hier um anderes. Um ein Gefühl der Entfremdung und um die Sehnsucht nach einem verlorenen, sicheren Ort. Schon in den Gedichten der 50er Jahre kristallisiert sich eine Figur heraus, die ständig auf Reisen ist, die Länder und Orte verlässt, die die Ausfahrt, wie das erste Gedicht der Sammlung Die gestundete Zeit programmatisch heißt, als poetischen Grundgestus thematisiert. Die Poesie, so könnte man diese Verse kommentieren, entsteht aus Entfernung. Nur die verlassenen Orte können auch dargestellt werden. Und eine Liturgie der Abschiede von der Heimat und von der Kindheit wird noch die Erzählung Jugend in einer österreichischen Stadt sein. Man kann sich nun fragen, was dieser Dialektik zugrunde liegt. Und auf diese Frage hat Ingeborg Bachmann auch selbst geantwortet. Es hat, es sind die Worte der Dichterin, es hat einen bestimmten Moment gegeben, erzählt sie in einem Interview 71, der hat meine Kindheit zertrümmert. Der Einmarsch von Hitlers Truppen in Klagenfurt. Es war etwas so Entsetzliches, dass mit diesem Tag meine Erinnerung anfängt. Durch einen zu frühen Schmerz, wie ich in dieser Stärke vielleicht später überhaupt nie mehr hatte. Natürlich habe ich das alles nicht verstanden in den Sinn, in dem es ein Erwachsener verstehen würde, aber diese ungeheure Brutalität, die spürbar war, dieses Brüllen, Singen und Marschieren, das Aufkommen meiner ersten Todesangst. Der Krieg also, die Gewalt der Nazizeit, markiert den Eintritt in die Geschichte und die subjektive Erfahrung des Schmerzes. Der Krieg, gegen den sie auch lebenslang schreiben wird, wie die heute zu eröffnende Ausstellung zeigt. Ein Krieg, der auch nicht mit dem vermeintlichen Frieden endet und mit dem auch, so liest man am Anfang einer ihren schönsten Erzählungen, die den Titel Unter Mördern und Irren trägt, die Zeitrechnung beginnt. Von diesem Krieg, der zugleich eine politische und eine existenzielle Dimension aufweist, ist schon in den Gedichten und Essays der 50er Jahre die Rede.
Mit außerordentlicher Prägnanz hat Ingeborg Bachmann diese Zeit eine gestundete Zeit bezeichnet. Und später in der radikalen Prosa des Todesartenzyklus hat sie sich mit der Frage beschäftigt, wohin sind ihre Worte das Virusverbrechen gegangen ist. Es ist diese Kriegswirklichkeit, die bei ihr eine Entfremdung verursacht, die sie ins Abseits und Exil gedrängt hat. In einem Gedicht aus dem Jahre 57, das den emblematischen Titel Exil trägt, hat sich die Autorin als eine vom Leben ausgeschlossene dargestellt, die als Haus nur die Wolke der deutschen Sprache hat. Wer einmal die Heimat verlassen hat, hat keine wirkliche Heimat mehr. Trotzdem werden im Werk Ingeborg Bachmanns immer wieder nicht nur Abfahrten, sondern auch Heimkehrungen inszeniert. Im Gegensatz zu einer verbreiteten Tradition der Weltliteratur bleibt dem Exilierten oder Geflüchteten der Weg nach Hause nicht versperrt. Auch in dem Sinne nicht, dass die Vergangenheit nicht mehr existiert. Vielmehr wird das Moment der Heimkehr ein Moment des Nachdenkens und der Selbstkonfrontation. Dies ist der Fall in zwei abgeschlossenen Texten, die zu den bedeutendsten Werken der letzten Jahre gehören. Das Kapitel Heimkehr nach Galizien im Romankomplex Das Buch Franza und die Erzählung Drei Wege zum See im Band Simultan. Der Titel Heimkehr nach Galizien bezeichnet zunächst die Fahrt, die die Romanfigur Martin Ranner nach seinem Heimathort unternimmt, um die aus einer Klinik geflüchtete Schwester zu finden. Galizien ist nämlich der Name des Dorfes, in dem beide Geschwister geboren wurden und wo sich noch ein altes Haus der Großmutter befindet, das als Zufluchtsort für die Schwester dient. Im Roman wird dieses Dorf in der Nähe von Villach angesiedelt, und zwar zwischen Dobrowa und Chinowitz. Es handelt sich dabei um Ortschaften, die, wie Sie wissen, die tatsächlich existieren, wie auch die Gail und der Zillerbach, deren Flusswege die Landschaft markieren. Es wird somit eine Raumbewegung simuliert, die sich an die reale Topographie dieser Region anlehnt. Vergeblich wird man da aber ein Dorf namens Galizien aufspüren, obwohl sich tatsächlich auf der Landkarte eine Ortschaft dieses Namens befindet, allerdings etwas nördlich von Klagenfurt und mit einer kleinen orthografischen Variante, Galizien und nicht Galizien, also mit zwei L und einem Z. Eindeutig ist aber, dass hier der Text auf die Region des Habsburgischen Reichs mit diesem Namen anspielt, mit dem Namen Galizien. Eine Region, die von einer starken Anwesenheit der jüdischen Bevölkerung und ihrer Kultur gekennzeichnet war. Aus Galizien kamen Autoren wie Josef Roth, Soma Morgenstern und Mascha Kaleko oder Philosophen wie Martin Buber, um nur einige Namen zu nennen. Wenn also die Figuren des Romans angeben, aus Galizien oder Galizien zu kommen, dann wird ihre Heimat als eine verlorene Heimat konnotiert, die die Geschichte vernichtet hat und aus der man weggehen musste. Und zugleich wird diese Heimat idealisiert als eine Region,
in der viele Völker und Kulturen zusammenlebten. So ist es folgerichtig, wenn in der Erzählung Drei Wege zum See eine Figur namens Trotta vorkommt, die bewusst an Josef Roth erinnert und als Modell den österreichischen Schriftsteller Jean Améry hat. Wie wichtig Ingeborg Bachmann diese Assoziation war, beweist auch eine Stelle im Roman Malina. Auf die Frage des Journalisten Mühlbauer nach ihrer Herkunft antwortet die Ich-Erzählerin mit der Behauptung, aus dem ganz unbekannten Dorf Galizien zu kommen, wobei die Rede sich dann auf die ehemaligen Länder Österreichs und auf die kulturelle Bedeutung der habsburgischen Vielvölkermonarchie erweitert. Bemerkenswert ist bei dieser Erzählstrategie der Autorin die Überlagerung der geografischen Herkunft der Figuren mit kulturgeschichtlichen Motiven. Der Name Galizien wird aber im Roman noch mit einer dritten und noch tieferen Assoziation verbunden. Im Text steht nämlich ein Verweis auf eine Stelle im Matthäusevangelium, die auch zitiert wird. Das zerstoßene Rohr wird eher nicht brechen und den glimmenden Docht wird eher nicht auslöschen. Diese Worte, die eigentlich schon bei Jesaja vorkommen, werden von Jesus bei seiner Predigt in Galiläa ausgesprochen. Damit wird den Armen und den Leidenden ein Schutz geboten. Der Satz besitzt sich also auf das Versprechen des Christentums, den Schwachen zu helfen. Im Roman erscheint dieses Zitat innerhalb einer Sequenz, die die Gedanken Martins in seiner Reise wiedergibt. So heißt es nach dem biblischen Satz in rascher Abfolge: Nachfahrt, Heim nach Galizien, Matthäus 12, 20. Wie unwiderstehlich ist Galizien die Liebe? Man kann sich fragen, warum Martin Galizien mit dieser biblischen Stelle assoziiert. Eine plausible Erklärung ist, dass der Heimatort der Schwester einen Schutz bietet. Man kann aber die Assoziation weiter interpretieren, nämlich so, dass Galizien als Ort der christlichen Botschaft erscheint, als neues Galiläa sozusagen, wobei die phonetische Nähe der zwei Wörter Galizien, Galiläa zu dieser möglichen Assoziation beiträgt. Für eine solche Auslegung spricht auch die Tatsache, dass die beiden anderen Kapitel des Romans im Titel biblische Assoziationen enthalten. Die ägyptische Finsternis, also eine der von Gott geschenkten Geschichtenstrafen für den Pharao Ägyptens, und die jordanische Zeit mit einer Anspielung auf den Jordanfluss in Palästina. Die Reise, die Martin Ranner auf der Suche der Schwester nach Galizien unternimmt, ist also eine Reise, die ihn mit kulturgeschichtlichen und sogar mit theologischen Fragen konfrontiert. Wird Gott seinen Halt geben und die Leidenden schützen? In Bachmanns Lyrik der 50er Jahre sind solche Fragen durchaus präsent und erscheinen in einer expliziten Form, zum Beispiel im Gedicht Psalm. Anders ist es bei der Prosa der 60er Jahre, wo die theologische Problematik sehr indirekt und chiffriert vorkommt. Galizien ist aber in Romankomplex das Buch Franzer vor allem
der Ort der Liebe der Geschwister, die in einer symbiotischen Einheit leben und keine Sprache brauchen, um zu kommunizieren. Oder doch das Italienische der Operlibretti als Geheimcode verwenden. Diese Liebe kennt der Schmerz und die Gewalt der Geschichte nicht. So ist die Heimat zuletzt eine Utopie, der Gedankenraum, in dem die verlorene Kindheit als mögliche Zukunft wieder erscheinen kann. Wie viel Heimat braucht der Mensch? So hat der österreichische Schriftsteller Jean-Amari, 66, die Frage nach seiner Zugehörigkeit zu dem deutschsprachigen Kulturraum nach der Shoah gestellt. Der Mensch, so hat, glaube ich, Ingeborg Bachmann auf diese Frage geantwortet, braucht eine Heimat, weil er eine Utopie braucht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die Koordinatorin Helga Böchheim bedankte sich im Anschluss bei allen Unterstützern des Projektes. Ja, herzlichen Dank an den Bürgermeister, herzlichen Dank an die Hausherren Gerhard und Sonja Wurzer für die schöne freundschaftliche Zusammenarbeit und natürlich auch bei dieser Gelegenheit herzlichen Dank an Frau Moser, die auch das Ausstellungsprojekt tatkräftig unterstützt hat und hier auch ganz toll mitgeholfen hat, dass das in dieser Form so dastehen kann. Für Bürgermeister Walter Hartlieb war es ein großes Anliegen, das Ausstellungsprojekt Schreiben gegen den Krieg, Ingeborg Bachmann, 1926 bis 1973 nach Kötschach-Mauthen zu bekommen. Die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen gilt als Hauptveranstalter und stellte auch die Finanzierung auf die Beine. Die Marktgemeinde und vor allem jetzt ich als Bürgermeister habe mir erlaubt, da gemeinsam mit Sonja und Gerhard Wurzer, Magister Helga Böchheim, unter Unterstützung von Frau Isolde Moser diese Veranstaltung Schreiben gegen den Krieg von Ingeborg Bachmann in unserer Marktgemeinde zu organisieren. Das heißt, die Marktgemeinde war eigentlich der Hauptveranstalter. Ich habe versucht, die Finanzierung für diese Veranstaltung mit verschiedenen Sponsoren und Förderern sicherzustellen, damit wir diese internationale Ausstellung auch nach Kötschach-Mauthen bekommen. Insbesondere natürlich aufgrund der familiären Wurzeln, die hier in Kötschach-Mauthen von Ingeborg Bachmann sind. Ich glaube, es war eine tolle Veranstaltung. Es sind sehr viele Leute heute gekommen und ich glaube auch, nachdem die Veranstaltung vom 1. September bis zum 24. September hier im Presswerk aufliegt, dass viele noch die Gelegenheit wahrnehmen werden, diese Veranstaltung hier zu besuchen. Was sagst du selber zur Veranstaltung? Ja, ich denke, dass das in Summe ganz gut geklappt hat. Vor allem auch der Vortrag von Professor Reitani von der Universität aus Udine, der sich mit Bachmann intensiv beschäftigt hat, war sehr interessant, dass man auch das Werk und Schaffen dieser großartigen österreichischen Schriftstellerin versteht, aber auch die einführenden Worte von Magister Helga Böchheim, die Koordinatorin dieser Ausstellung österreichweit und international ist, waren sehr wichtig, weil, glaube ich, damit auch das ganze Thema Schreiben gegen den Krieg und auch das Denken und das Handeln Ingeborg Bachmanns damit dokumentiert wurde. Mit dem Presswerk hat man einen idealen Veranstaltungsort gefunden. Der 400 Jahre alte Stadel bietet eine unvergleichliche Atmosphäre, in der sich die Ausstellung wunderbar einfügt. Es ist eine Bereicherung für den Ort, würde ich sagen, in erster Linie mal. Von allen Dingen ist es gut, dass es im ländlichen Bereich, eben wie der Bürgermeister auch schon gesagt hat, dass die Bevölkerung da auch den Zugang findet zu solchen Sachen, zu Literatur und Kunst. Weil wir sind ja weit weg. Klagenfurt ist weit weg. Villach auch. Was sagst du zur Ausstellung? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin oben gewesen und also mich hat es erdrückt. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin in Tränen ausgebrochen, weil das war eigentlich schlimm für mich. Was? Die ganze Melancholie, dieses Depressive und ja, einfach diese Gedankengänge und wie sie sich Gedanken über das Ganze gemacht hat. Ich habe das so irrsinnig wahrgenommen, dass mich das einfach irrsinnig berührt hat. Ja, es hat mich irrsinnig berührt.
Dass das Thema berührt und die Menschen beschäftigt, ist auch der Wunsch der Organisatoren. Die Ausstellung steht hier in Kötschach-Mauthen in Dialog mit dem Museum 1915 bis 1918 im Kötschacher Rathaus. In diesem Museum wird auf sehr anschauliche Art und Weise vermittelt und nachvollziehbar gemacht, eigentlich die Sinnlosigkeit des Krieges und kriegerischer Auseinandersetzungen. Und wir hoffen, dass wir zu einem Dialog zwischen den Generationen auch anregen können, dass auch darüber gesprochen wird, im Sinne Ingeborg Bachmanns, dass der Krieg sich ja in Friedenszeiten noch lange fortsetzt und dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und diese Erfahrungen, die die Menschen auf Generationen hinaus prägen, nicht unter den Teppich zu kehren. Mitte September wird es eine weitere Veranstaltung, eine Lesung mit ausgewählten Texten von Ingeborg Bachmann, im Presswerk geben. Die Lesung wird am 16. September stattfinden. Franz Günther Haider wird Lyrik Ingeborg Bachmanns präsentieren, ausgesuchte Texte, die auch hier mit der Ausstellung korrespondieren. Und er wird dabei von der Saxophonistin Alexandra Bagic begleitet. Und das wird ein schöner, interessanter Abend, der dem Publikum einfach die Möglichkeit gibt, ein bisschen einmal in das Werk so hineinzuhören und sollte dann auch vielleicht den einen oder anderen veranlassen, ein Buch in die Hand zu nehmen und sich ein wenig zu vertiefen. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 24. September im Presswerk Mauthen.